Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute am 18.10.2013, Freitag, Wochenende. Ich würde mal sagen, zum Glück ist die Woche vorbei nach dem ganzen Hickhack in den USA, sodass man jetzt nach dem Verfallstag heute zunächst mal recht unbelastet in die kommende Woche gehen können. Vielen Dank auch für die Teilnahme am Webinar gestern. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir hatten wieder einen ganz vollen Raum. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie an dem Angebot Börsensignale vom Handels- oder vom Börsenprofi interessiert sind, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an seibel@tradingstories.de. Die E-Mail-Adresse sind so unten eingeblendet. Dann lasse ich Ihnen das Notwendige an Informationen zukommen. Wie gesagt, es ist kostenlos, der Dienst für 7 Monate, wenn Sie mit einem unserer Partner dann zusammenarbeiten bei ihren Transaktionen. Aber dazu dann mehr in der E-Mail. Kommen wir heute zum Edelmetallmarkt, denn der Edelmetallmarkt hat gestern tatsächlich ein paar interessante Signale geliefert. Ich habe hier mal mitgebracht Gold und Sie wissen von meinen Blogbeiträgen, Gold war in einer kritischen Situation, denn Gold hatte eine, ja, zumindest mal potenzielle Schulterkopf-Schulterformation ausgebildet. Schulter Kopf und dann auch hier wieder die rechte Schulter ist nach unten ausgebrochen. Dann hat es aber so ein bisschen gehakt. Dann hat Gold nicht mehr nach unten eine Dynamik aufgebaut, sondern fing an zu daddeln. Und das ist tatsächlich dann ein Zeichen, dass möglicherweise was nicht stimmt mit dem Abwärtstrend. Und dann kam gestern das Reverse-Signal, also praktisch das Gegensignal, denn wir haben gestern nicht nur die Nackenlinie nach oben durchbrochen, sondern gleich auch den Abwärtstrend mitgenommen, und zwar diesen kurzfristigen Abwärtstrend hier, den wir gebrochen haben. Und jetzt ist der Markt technisch gesehen in einer interessanten Konstellation, denn wir haben ein falsches Signal, und falsche Signale sind interessante Handelssignale für die Gegenseite, sodass ich meine, dass der Goldmarkt es jetzt erstmal geschafft hat. Wir sind out of the woods, wie man so schön sagt. Wir sind aus dem Gröbsten jetzt raus, zumindest mal für ein paar Wochen. Und ich glaube, dass der Markt jetzt Potenzial hat, Richtung 1400 zu laufen, vielleicht sogar Richtung 1440, dieses Hoch zu attackieren. Was man hier sieht, ist, dass der Markt den Abwärtstrend gebrochen hat, dass wir hier einige Trendindikatoren, nicht alle, aber einige schon hinter uns gelassen haben. Und wenn man sich hier die Indikatoren anschaut, dann sieht man hier unten, das ist eigentlich mein wichtigster Indikator, der DMI, dann sieht man, dass auch hier noch ein bisschen Platz ist, sodass ich davon ausgehe, dass der Goldmarkt zwar kurzfristig, ganz kurzfristig, vielleicht ein paar Pünktchen konsolidiert, aber ich glaube, dass wir so in Richtung 1305, vielleicht 1300, vielleicht nochmal kurz unter 1300, dass das Abstauberlimite sind. Also ich würde im Goldmarkt mich jetzt auf die Lauer legen mit dem Kauflimit. Ich würde mich nicht aktuell kaufen. Ich glaube, dass der Markt, wie gesagt, jetzt ganz kurzfristig, wenn man sich jetzt Stundencharts anschauen würde, leicht über gekauft ist. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt den Markt hinterherrennen, sondern würde ein kleines bisschen warten, bis es ein Pullback gibt. Aber das schaut ganz konstruktiv aus, was der Goldmarkt gestern gemacht hat. Kurzer Blick auch auf Silber. Und Silber, das war vor in meinem letzten Webinar eine Frage von einem Besucher, ja, wie verhält sich das eigentlich mit Silber? Denn was einem sofort ins Auge gefallen ist, ist, dass der Silberpreis relativ gesehen stärker war als der Goldpreis. Das war ein strukturell positives Zeichen. Man muss aber auch sagen, in meiner Betrachtungsweise eigentlich so das einzige strukturell positive Zeichen. Auch der Silberpreis hat es geschafft, diese Abwärtstrendlinie nach oben zu überwinden. Und insofern sieht es auch beim Silber gut aus. Wenn sich diese relative Stärke fortsetzen sollte beim Silber, dann macht es natürlich Sinn, dass, wenn Sie im Edelmetallsektor sich disponieren wollen, dass Sie eher im Silber long gehen als im Gold, denn wie gesagt, Silber ist dann das relativ stärkere Metall. Man sieht auch hier, die Indikatoren haben noch ein bisschen Platz, und dieser mittlere Indikator, der DMI-Oszillator, der ist für mich noch nicht ganz im grünen Bereich, der sollte über die Nulllinie gehen, aber es ist ein sehr zuverlässiger Trendindikator, den ich gerne noch über Null sehen würde, aber das wird dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch noch passieren. Also insofern gefällt mir das gut, was die beiden Märkte gemacht haben. Und wenn man sich jetzt noch, vielleicht ganz zum Schluss, ich hoffe, ich kann es jetzt auf die Schnelle auch finden, wenn man sich jetzt ganz zum Schluss noch den Commodities Index anschaut, der ehemalige CRB-Index,
Ich muss schauen, dass ich ihn wirklich schnell finde, damit sie nicht so lange warten müssen. Dann er sieht im Moment CC. Hier ist er. CCX, da ist er. Dann sieht man das auch hier. Das ist ein ETF jetzt, aber der hat einen Vorteil, der ist nämlich so abgebildet, er ist so gestrickt wie zuletzt der alte CHB-Index. Da sieht man, dass man hier auch die 200-Tage-Linie nach oben überwunden hat schon. Also auch das ist ein positives Zeichen, so dass man mit einer gewissen Entspanntheit jetzt in die nächsten Wochen, glaube ich, gehen kann im Edelmetallsektor. Also das war für heute zum Wochenschluss ein Blick auf die Edelmetalle. Wie gesagt, ich meine, der Tag gestern hat so ein bisschen was gerissen und hat so ein bisschen was an der Stimmung, am Trendverhalten insbesondere geändert. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und erholen sich gut, Bewegung, frische Luft, irgendwas anderes machen. Und bis Montag dann in alter Frische. Bis dann, Ihr Heiko Seibel.